Noch sind es knapp 2 Wochen bis zum Osterfest. In den Kunsträumen der Eichstätter Volksschule St. Walburg werden dennoch schon fleißig Ostereier verziert. Die Teilnehmer des Workshops von Luba Tschiedl schmücken ihre Ostereier mit traditionellen slawischen Techniken. Die Kursleiterin stammt selbst aus der Slowakei. Dort haben Ostereier eine jahrhundertelange Tradition. Im slawischen Bereich sind das die alten heidnischen Traditionen, Eier bemalen und verschenken. Früher hat das jede Farbe, jede Muster eine eigene Bedeutung gehabt und mit dem Ei konnten wir richtig das sagen, was man wollte, ob das Liebesbeweis oder Glückwünsche oder andere Bedeutung. Heutzutage ist das eher die Vielfalt von Farben und Mustern, sind das Geschenke. Und diese heidnische Tradition ist quasi fließend durchkommen im kirchlichen Glaube zum Osten. Die Kursteilnehmer lernen als erstes, die Eier vorzubereiten. Mit einer Spritze geht das Ausblasen leicht von der Hand. Anschließend werden die Eier mit Seifenlauge gereinigt. Danach geht es ans Verzieren. Von wachsbartig über filigrane Punktmuster, die mit Stecknadeln aufgetragen werden, bis hin zu Kratz- und Bohrtechniken reicht die Palette. Die Hobbybastler dürfen sich an modernen und alten Techniken versuchen. Fortgeschrittene flechten um die Eier kunstvolle Muster aus Draht. Die ersten Schritte erlernen die Kursteilnehmer von der Künstlerin Ludmila Batorova. Die Slowakin ist eine der Besten in ihrem Fach und gibt Profi-Tipps. Wie die kunstvollen Eier am Ende aussehen könnten, zeigt auch ihre beeindruckende Sammlung, die im Kursraum ausgestellt ist. Mehr als 1000 Eier aus 3 Kontinenten und 10 Ländern sind zu sehen. Das älteste ist über 100 Jahre alt. Und der jüngste Exponat seit Freitag ist aus Stein. Das richtige Eichstätter Ei, vom Eichstätter Künstlerin gemacht, Frau Kessler. Und die hat diese Ei für Sammlung von Ludmila Batorova geschenkt. Das war wirklich ein tolles Geschenk. Also ist diese Sammlung jetzt auch der 1016. Ei aus Eichstätt. Ostereier stehen für neues Leben und weisen auf die Auferstehung Jesu. So gibt es Ostereier mit österlichen Motiven, aber auch Weihnachtseier. Luba Tschiedl ist eines besonders wichtig, die Traditionen dieses Kunsthandwerks weiterzugeben. So freut sie sich über das große Interesse. Wir haben schon sehr viele Besucher gehabt. Und noch mehr als Besucher freuen mich natürlich die Teilnehmer auf Kursen, welche sie begeistert angemeldet haben und fleißig arbeiten und lernen diese Techniken. Weil wenn sie selber Ei machen, können sie die Eier nachher viel besser schätzen und schauen sie die Eier mit ganz anderen Augen an, wenn sie wissen, was für Arbeit dahinter steckt. Noch bis zum 10. April können Besucher die kleinen Kunstwerke bewundern oder sich selbst ausprobieren. Wer sich für seinen Osterschmuck zu Hause inspirieren und die Vielfalt von Ostereiern kennenlernen möchte, ist hier genau richtig.